Selbstgespräch zum Thema das Dilemma der Verwirrung. Und glaubte ich an einen Gott, so würde ich ihm vorwerfen, warum hast du mich so, dass du mich, dass ich mich als getrennt von dir erfahren muss. Ja, das ist schon ein Problem. Wenn ich glauben würde, was ich nicht manchmal ausschließen kann, dass da sowas wie Gott ist, und Gott steht dann für totaler Frieden, vollkommenes Vergnügen, Harmonie und so weiter. Und dann bin ich und ich stehe daneben. Weil ich mich ja kenne durch das Wissen, das mir meine Eltern, die Gesellschaft eingetrichtert hat. Das Wissen über mich selbst, dass ich durch ständige Wiederholung zu einer Person zusammengesetzt habe. Oder Mensch. Bin ich Mensch oder Person? Beides, das ist beides Wissen, ist egal. Und dann ist da dieses große Problem, ich getrennt von Gott, weil es mich gibt. Weil ich wer bin. Und dann kommen die ganz lauen hier und sagen, du bist doch Gott. Dann sage ich, ja, aber ich erfahre mich ja nicht so. Ja, Gott ist alles. Gott ist auch die Scheißerfahrung. Also wenn du die Scheiße erfährst als schlecht, bist du genauso noch Gott. Und Gott ist auch nur ein Wort, das dem Wissen entspringt, aus der Idee, dass es einen Schöpfer gibt, der das hier, was du Schöpfung nennst, auch wieder Wissen hervorgebracht hat. Und ohne dieses Wissen würdest du gar nicht sagen, dass es hier eine Schöpfung ist. Vor allem, also das Problem ist ja das Wissen über mich selbst. Aber wie ich das erlebe, ich wach auf, oder was auch immer, irgendwas wacht da auf, der Körper, die Augen gehen auf, und schon ist es mit da. Naja, und sagen, ist doch kein Problem. Bist du halt der, kümmere dich um deinen Scheiß. Mach das und das, geh arbeiten. Leben ist halt auch leidvoll. Man muss dadurch. Ja, ja, das ist mein Dilemma. Also das Dilemma ist ja, mich gut zu fühlen zu wollen, wenn ich mich scheiße fühle. Und dann das gut fühlen wollen, immer zu verlängern, dass es keinen Moment mehr von Unwohlsein gibt. Naja, ein bisschen doof halt. Ein bisschen doof gelaufen, dass das so programmiert wurde hier, das kleine Menschlein. Also, was soll man machen? Was soll ich machen? Ich kann ja nur für mich hier reden. Ich kann ja keinen anderen Sitzplatzstandpunkt einnehmen. Ich weiß ja gar nicht, wie wer anders ist. Ich kann zwar eine Geschichte haben, aber die ist sicherlich nicht wahr, die ich über die anderen habe.
Die haben ja ihren eigenen Standpunkt und so. Bla bla bla. Verschwende ich die Zeit, die ich nicht habe. Jetzt erkläre ich das nochmal. Also in dieser Intensität, wo ich das erlebe und mich als getrennt fühle von dem, was ich als Gott bezeichnen könnte, dann kommt da richtige Verzweiflung und Wut und Angst und der ganze Quatsch hoch. Und wenn es jetzt nur ums Hiersein gehen würde, dass ich einfach für einen Moment verzweifelt bin, mich wütend fühle, Angst habe, sauer bin und dann es okay ist, merke ich, das kommt ja nur dadurch, dass sich da in mir so ein Gefühl von Trennung aufgebaut hat. Weil der Körper, der unterscheidet sich ja eigentlich nicht von dem, was hier ist. Und Gott ist ja nicht irgendwie ein abgefahrenes Ding, das irgendwo außenrum sich getrennt von dem, was hier erlebt wird, befindet. Ja, Gott ist ein Hirngespinst hier drinnen. Ich erschaffe Gott in meinem Geist. Und selbst der Geist, der ist auch ein wissenschaftliche Erfindung. Genauso wie das Bewusstsein. Übrig bleiben. Was bleibt übrig? Der Körper hier, der keine Trennung kennt und der so intelligent ist, zu überleben. Auf den unzähligen Milliarden von Mikroorganismen leben und da so eine Lebendigkeit abgeht. Ja, dieser Körper hat jetzt schon 40 Jahre, was auch immer das heißen mag, der wieder kulturelles Wissen, überlebt und sich Essen geholt und sich bewegt, ist nicht daneben getreten und wo runtergefallen. Wahnsinn. Kam wieder der Gedanke, ja, aber ich habe doch den Körper gefüttert. Hab doch das Essen zubereitet, weil ich ja die Idee hatte, das und das herzurichten. Ja, aber im Endeffekt hat es der Körper gemacht. Und da merke ich auch schon wieder eine Trennung zwischen mir und dem Körper. Ich? Aber der Körper macht keine Trennung. Er macht keine Ahnung, er ist irgendwie magisch. Keine Ahnung, von Moment zu Moment. Tiere machen sich ja auch keine Sorgen drum, wo sie hingehen und haben, sagen wir mal, nicht dieses komische Trennungsselbstbewusstsein, dass sie sich als getrennt von der Umwelt erleben wollen. Und da ist ja wieder so, das einerseits, oh ja, lerne ich, habe ich gelernt, oder stolz auf mich zu sein, dass ich so einzigartig, dass ich bin. Oh, wie toll, ich bin das, ich kann hier das Universum erfahren. Die eine Seite, aber die Kehrtseite ist dann dieses Leiden, das Gefühl, sich getrennt zu fühlen. Hochzufahren. Sich als kleiner, jämmerlicher Wicht zu erleben, der sich so wichtig nimmt und rumdoktert an der Schöpfung oder am Leben, damit er seinen Vorteil hat. Oh mein Gott. Also, was ist die Lösung für das Problem? Der Körper sein und nicht mehr wissen, wer ich bin.
Das wäre die Lösung. Und was mache ich, wenn es dann aber wieder auftaucht und so eindringlich ist, so, oh ja, ich bin ja der und muss das machen und fühle mich so elendig alleine. Es geht vorbei. Ich komme doch wieder. Aber langsam scheine ich es irgendwie zu kennen. Es hat oft so eine Intensität, so, oh, ich will nichts, voller Widerstand. Aber jetzt gerade, indem ich darüber geredet habe, ist es okay. Weil ich merke, ich muss gerade nirgendwo hinkommen. Ich muss mich nicht mit nichts vereinen, muss mich von nichts abgrenzen. Ich brauche nichts zu wollen, ich brauche nichts abzulehnen. Klar kommen wieder Gedanken an die Zukunft. Wenn ich jetzt das Video ausmache, muss ich das hochladen und so weiter. Aber muss ich vielleicht gar nicht, vielleicht sind gar keine Lust drauf. Und wenn doch, dann schauen wir mal. Ja, nicht so. Der Körper, das ist ja der Hammer hier. Wahnsinn. So ein selbstorganisierter Organismus. So. Ein paar Worte zum Dilemma mit der Ich-Verwirrung. Ich-Verwirrung hört sich gut an. Das Dilemma.